Der Nachbar hat sein Auto vor deiner Haustür geparkt. Hat der Nachbar wieder den Müll vor die Tonne gestellt? Macht der Nachbar auch nachts laute Musik? Die beste Lösung ist, mit den Nachbarn darüber zu sprechen, um Probleme zu lösen. Wie macht man das auf Deutsch? Das lernen wir heute. Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In our summer special series, Deutsch im Alltag, we will be learning a lot of structures that you can use in your daily life in various situations. In this video, you will be learning some structures you can use to express your problems with your neighbors and how to talk about a solution. This video is for learners of B1 and B2. Don't forget to subscribe to our channel for learning German for free and in the easiest way. We offer structured courses for A1, A2, B1 and B2 and a variety of topics from grammar and vocabulary to common mistakes one can make in German. You can visit our page on patreon.com to get free worksheets, podcasts, transcripts, early access to our videos and more. Konflikte mit Nachbarn. Laute Partys, Müll im Flur oder zu laute Musik. Gründe für Streit unter Nachbarn gibt es viele. Mit den Nachbarn, besonders in einem Hochhaus, ist nicht immer einfach. Aber um Probleme zu lösen, muss man nur darüber reden. Heute lernen wir, wie das geht. Man kann das Gespräch so anfangen, indem man allgemein über Probleme spricht. Entschuldigung, hier darf man eigentlich nicht parken. Hier ist es verboten, den Müll zu stellen. Tun Sie es bitte direkt in die Mülltonne. Wissen Sie eigentlich, dass Rauchen hier verboten ist? Bitte machen Sie das nicht mehr. Sie dürfen hier nicht stehen. Das ist der Notausgang. In der Hausordnung steht, dass man zwischen 13 und 15 Uhr nicht laut sein darf. In einer Hausordnung stehen Vorschriften über das Verhalten in einem Wohnhaus, die von den Mietern befolgt werden müssen. Es stört mich, dass Sie abends immer so laut sind. Oder man nennt die konkreten Probleme. Es wäre nett, wenn Sie abends die Musik leiser machen könnten. Mich ärgert, dass Sie Ihren Müll neben die Tonne stellen. Das stinkt. Warum haben Sie die Treppe nicht geputzt? Sie sind diese Woche dran. Natürlich ist es viel schöner, wenn man auch Lösungsvorschläge macht. Zum Beispiel, wie wäre es, wenn wir ab jetzt abwechselnd den Schnee wegschaufeln? Abwechselnd bedeutet, einmal mache ich, einmal magst du. Es wäre besser, wenn wir das in Zukunft so organisieren würden, dass keiner von uns am Sonntag den Rasen mäht. Was denken Sie über diesen Vorschlag? Wir reden mit dem Vermieter einmal und erzählen ihm von dem Problem. Manchmal muss man den Vermieter einschalten. Ich habe eine Idee, wie wir das regeln könnten. Wenn man weiß, was das Problem ist, kann man sich bei den Nachbarn entschuldigen. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass man hier nicht parken darf. Es tut mir leid, wenn ich Sie gestört habe.
Ich werde versuchen, leise zu sein. Ich werde darauf achten, dass ich den Müll rechtzeitig entsorge. Es war mir nicht klar, dass ich hier nicht rauchen darf. Entschuldigen Sie. Ich dachte, ich darf mein Fahrrad hier parken. Ich werde es ab jetzt vor das Haus stellen. Sorry. Manchmal gibt es aber auch Nachbarn, die Kritik zurückweisen oder einfach ablehnen. Ich war das nicht. Wie kommen Sie auf die Idee, dass ich das war? Aber in der Hausordnung ist etwas anderes. Sie machen das doch auch. Ich sehe das nicht so wie Sie. Es ist doch normal, dass man das Fahrrad hier parkt, denn es gibt sonst keinen Platz. Manche Nachbarn erklären die Situation oder sagen schon im Voraus, wenn die Situation anders sein wird. Manchmal ist es abends etwas lauter, weil ich meinen Klavierunterricht habe. Wahrscheinlich wird es am Freitagabend ein bisschen lauter, weil ich da meinen Geburtstag feiere. Kommen Sie doch auch vorbei! Am Sonntag muss ich vielleicht etwas Musik üben. Wäre das okay? Es wäre möglich, dass am Sonntag ein paar Autos bei Ihnen parken, denn wir haben ein Abendessen für unsere Kollegen organisiert. Ist das in Ordnung? Normalerweise, wenn man in einem Hochhaus wohnt und dort feiert, sollte schon vorher im Treppenhaus eine Nachricht für die Nachbarn aufhängen. Darauf sollte stehen, wann und in welcher Wohnung es etwas lauter sein wird. Oft werden die Nachbarn auch eingeladen. Hattest du auch schon Probleme mit deinen Nachbarn? Wie habt ihr das gelöst? Schreibe das gerne in die Kommentare unten. Hope you enjoyed this lesson. Next video is coming soon. To practice what you have learned, become a patron free of cost and download a free worksheet from our page on patreon.com. All links can be found below in the description. You can also gain access to our transcripts by becoming a $1 patron and to our podcasts by becoming a $5 patron. Danke! Thanks for watching this video. If you liked this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel if you still haven't. You can click on the bell to receive notifications whenever we upload a new video. If you have any comments or questions, you can leave them in the comments section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!